ich muss mit euch ein Geheimnis teilen, und zwar die Frauenwelt sagt ja immer, dass ich ein unglaubliches magisches Ding in der Hose habe. Und ich will es euch heute mal zeigen. Und zwar den Osmo Pocket. Peace. Weihnachten war da, Christkind war da, Osmo Pocket ist gekommen. Den habe ich mir gewünscht. Scheinbar war ich brav genug. Und wir haben Zuwachs bekommen. Er ist recht klein, aber er macht eine fantastische Arbeit. Und den will ich euch jetzt mal vorstellen. Ich sitze hier bloß gemütlich auf der Bank im Freien, weil das Wetter so schön ist. Wir haben ungefähr 1,5 Meter Schnee. Bloß alles, was hinter mir ist, habe ich quasi mit der Schneeschaufel weggeräumt, dass das ein bisschen frühlingshafter ausschaut. Natürlich nicht. Osmo Pocket. Dieses Teil geht ja momentan steil ab. Wir haben im Internet, gibt es mittlerweile sehr viele Testvideos. So ein richtiges Testvideo will ich nicht machen. Ich bin kein Technikkanal. Auspackvideo mache ich auch nicht. Aber ich will euch mal zeigen, was das Ding grob mal so kann und dass das hoffentlich in der Zukunft meine Videos noch besser macht. Technisch gesehen. Inhaltlich kann selbst der beste Osmo Pocket nicht meine Videos aufwerten. Ha, genau. Osmo Pocket, was ist das? Die Firma DJI ist eine Firma, die kennt man aus dem Drohnenbereich. Die haben ja diese ganz kleinen zusammenfaltbaren Drohnen und die haben auch eine sehr gute Kamera drin. Und die Kamera ist eigentlich recht beliebt und macht sehr, sehr gute Bilder. Ich habe einmal ein Video gemacht, das kann ich vielleicht mal kurz einblenden. Das ist auch mit dieser DJI Drohne gemacht worden. Heißt die Maverick oder so ähnlich? Mavic? Keine Ahnung. Und der Osmo Pocket hat die gleiche Kamera drin. Sie ist sehr klein. Und wir haben halt das Problem, dass wir gerade bei kleinen Kameras mit kleinen Griffen und so weiter recht schwer eine Stabilisierung hinbringen. Und die Stabilisierung macht ja ein Gimbal. Ich habe ja einen Gimbal fürs iPhone. Aber der ist halt schon recht. Er ist gut, er macht super Arbeit, er funktioniert auch einwandfrei, aber er ist halt recht ungampert, wie man bei uns sagt, also umständlich zu bedienen, und du hast eine extra Tasche dabei, dass du den mitschleppst, und dann packst du das iPhone aus, die hat eine Hülle dran, das geht mit der Hülle nicht in diesen Gimbal rein, das heißt, du musst die Hülle erst abmachen, du musst das mit einer Hand irgendwie so aufmachen und einspannen und einschalten, dann justiert sie das und dann kann man losfilmen. Und das habe ich mit dem alles nicht, weil ich ziehe den aus der Tasche, tue den aus der Verpackung raus, das kann ich mal schnell machen, und dann dauert es ungefähr 5 Sekunden und dann hat das Ding Focker, der Knödel. Moment, ich mache hier... Wenn man es richtig macht, geht es auf einmal, gell? Genau. Ich nehme ganz schnell, so wie jetzt gerade, ganz schnell aus der Verpackung raus. Schalte ein. Dann justiert sich das Teil kurz. Und schon geht's los. Und jetzt filme ich. Was das Teil halt hat, das hat ein wunderbares, ganz, ganz kleines Display. Man sieht es jetzt hier mit dem Focker drin. Doppelfocker. Und dieses Display ist sehr klein, aber völlig ausreichend für das, was ich damit schauen will. Ich will damit keinen Kinofilm schauen, sondern ich will damit überprüfen, ob ich im Bild bin. Meine schöne Fresse. Ich will damit überprüfen, wie sich eine Szene, nachdem ich sie gedreht habe, wie sie sich anschauen lässt.
ob es verwackelt ist und so, das sieht man alles auf diesem kleinen Display. Es reicht. Es ist kein Kontrollmonitor in dem Sinn, dass man da alles gleich wunderbar zoomen kann und so weiter. Aber das braucht man auch gar nicht, weil dafür habe ich das iPhone. Ja. Das Teil ist richtig gut, weil, ich hoffe, man sieht es auch, es ist ein Touch. Ich glaube, man kann zum Beispiel von oben nach unten in die Einstellungen. Kann man verschiedene Einstellungen einstellen. Dafür hat man die Einstellungen. Mal wieder hoch und schon ist man wieder da. Man geht so rüber. Dann hat man hier die Einstellungen, ob man Video oder Fotos machen will. Dann kann man Zeitlupenaufnahme machen. Man kann Zeitrafferaufnahme machen. Wunderschöne mit so Schwenks in Zeitlupe, in Zeitraffer. Alles geht vor einem wunderbar schnell Ding. Da kann ich vielleicht einmal eins reinmachen. Und wenn man so rüber geht, hat man im Endeffekt nochmal alle Videos, die man schon mal gemacht hat, quasi kann man auf die Medien zugreifen. Und da sieht man jetzt im Endeffekt das Video, das ich vorhin gedreht habe. Kann man es nochmal überprüfen. Also es ist, das Touch-Video ist jetzt ja, sehr klein, aber völlig ausreichend für das, was man tut. Was macht das Teil so exzellent? Die Bildqualität ist exzellent. Man kann mit 4K bis zu 60 Frames damit aufnehmen. Und das hat man eigentlich auch beim iPhone gibt es, aber halt auf diese Größe gesehen nicht. Es ist kompatibel mit jede Menge Zusatzzubehör. Es gibt dann zum Beispiel unten, man hat hier, ich weiß nicht, ob man sieht, ist noch so ein USB-C-Eingang. Und dieser USB-C-Eingang ist dafür da, dass man Zubehör unten reinsteckt, wie zum Beispiel ein externes Mikrofon oder Wi-Fi. Man hat hier dann auf der Seite hat man SD-Karte. Da habe ich jetzt bloß ein 32er drin. Zum Probieren reicht es. Habe mir aber 128er bestellt, die schnell genug ist, um auch 4K zu machen. Von vorne sieht man nichts. Von der Seite sieht man auch nichts. Ist recht stabil. Macht eigentlich alles wunderbar. Man sieht schon, wie das Teil arbeitet. Und was noch toll ist, es ist im Endeffekt ein kleines Filmstudio, weil man einen Face-Tracker hat, einen Fressendetektor. Man kann ihm sagen, bitte das Gesicht mit einem Dreifachklick, bitte das Gesicht verfolgen. Und da sieht man jetzt hier zum Beispiel das Video. Das Ding steht bei mir auf dem Fensterbrett. Ich habe keinen Kameramann dabei oder keine Kamerafrau und gehe im Endeffekt einfach hin und her. Damit wirkt das alles nicht mehr so statisch, sondern ist alles ein bisschen lebendig. Und man sieht schon, dass der eigentlich auch in einem großen Winkel die Verfolgung automatisch aufnimmt. Wenn man zu weit rausgeht, links und rechts, dann kann es schon mal sein, dass es verliert. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Aber wenn man zum Beispiel jetzt einen Autotest macht und das Auto fahren hat und man geht einfach ein bisschen ums Auto rum, bleibt das Teil schon auch ein bisschen auf einen fixiert. Das finde ich toll. Auch toll ist es, dass man natürlich einen Punkt, das sieht man jetzt hier zum Beispiel, da habe ich die Lampe, die da im Boden steckt, angetriggert. Und ich bewege mich ganz normal durch meinen Garten und der behält die Lampe grob im Mittelpunkt des Bildschirms. Das Teil ist handlich, das Teil ist ja, hat einen fest verbauten Akku, soll bis zu 2 Stunden filmen, muss man ausprobieren, ist aber verhältnismäßig schnell voll, hat nur 2 Knöpfe, einmal ein- und ausschalten und einmal der Auslöser. Man kann damit auch Fotos machen. Man hat hier zum Beispiel einen für Apple-Geräte so einen Connector, wo man im Endeffekt sein iPhone rein theoretisch dran klappen könnte. Und
man meint jetzt, das Ding ist so groß, aber das ist es gar nicht. Das iPhone, wenn man es daneben, ja, das seht ihr jetzt nicht, das iPhone ist auch schon so, das Plus. Also das geht bloß oben und unten ein bisschen drüber. Und man kann dann das iPhone eigentlich als ja, zusätzlicher Kontrollbildschirm verwenden. Und wenn man dann die App noch geladen hat, die sich im Übrigen automatisch dann aufgeht, wenn man das Ding einsteckt, finde ich auch klasse. Dann kann man noch viel mehr machen. Dann kann man richtige kleine Schnitte machen. Es gibt dann so vorprogrammierte Filme, die man so erstellen kann und so weiter. Das seht ihr aber alles in den anderen Testvideos, in den richtigen Testvideos. Die können das viel professioneller als ich. Und man kann den zum Beispiel dann auch einfach rausnehmen und in der Verpackung ist auch ein zweiter Adapter mit Mini-USB. Das heißt, wenn man jetzt einen, ist das Mini-USB oder ist das schon dieser Mini-USB-C? Ja, für die Android zum Beispiel, das ist dieser kleine runde, also der USB-C-Stecker, aber der kleine. Den kann man dann reintun und wenn man das überhaupt nicht braucht, so wie ich ja jetzt auch, dann gibt es eben einen normalen Verschlussdeckel, den man dann, wenn man den auf das erste Mal drauf kriegt, ja, und der dann schnappt dann so richtig ein, zack, und ist fest. Da soll es dann auch noch andere, da gibt es dann noch so ein kleines Scrollrad, weil man dann im Endeffekt mit dem Daumen dann rauf und runter scrollen kann. Das kann man hier auch schon machen. Ich probiere es jetzt bloß mal. Man kann im Endeffekt den Pocket auch schon, ja, man sieht es, nach rauf und nach unten schwenken. Das geht mit dem Touch. Es ist ein bisschen fusselig, aber es ja, ist wahrscheinlich Erfahrungssache, ja, wie man das dann am besten macht. Ich habe mich schon ein paar Mal verdruckt, aber das kommt alles mit der Zeit. Das ist das erste Mal, wo ich das Ding so richtig im Einsatz habe. Ich wollte euch den bloß mal vorstellen, weil das Teil ist wirklich klasse, wenn ihr YouTuber seid. Ist es für jeden zu empfehlen, das Teil. Gut ist auch, er hat einen, ja, einen weiteren Winkel als das iPhone. Man sieht es in der Aufnahme, die ich jetzt da gerade zeige. Aber nicht zu weit. Bei der GoPro, bei den GoPro-Aufnahmen mit dieser Fischglas-Optik, da tun sich meine Augen schwer immer ein bisschen so. Wenn man da ein Auto zeigt und ein bisschen näher hingeht, dann ist das völlig unförmig. Man sieht eigentlich das normale Design von dem Auto nicht. Das ist bei dem nicht ganz so schlimm. Er hat schon einen Weitwinkel drin, aber nicht in dieser Größe wie jetzt zum Beispiel die GoPro. Die GoPro ist um einiges, man sieht mehr von der Umgebung, aber ich will das gar nicht. Wenn ich normal filme, möchte ich auch verhältnismäßig wenig Weitwinkel haben, um das alles, sagen wir mal, korrekt, optisch korrekt einigermaßen rüberzubringen. Das geht mit dem iPhone natürlich auch sehr gut. Aber mit dem Teil bist du einfach ja, ein bisschen flexibler, was jetzt das alles betrifft. Was kann das Ding alles noch? Das kann zum Beispiel Panoramaaufnahmen. Ich mache das jetzt einfach mal. Panorama, dann macht der, vielleicht sieht man es jetzt einmal ganz kurz, vielleicht kann ich es dann mal einblenden, der macht jetzt vier Bilder, 1, 2, 3, 4, jetzt hat er nochmal gepiepst, jetzt ist er aus und das Ganze schaut halt dann, ich hoffe, ich kann es einblenden, so aus und wenn nicht, dann schaut es halt so aus. Man kann dann über halt, ja, rein theoretisch 180 Grad eine Panoramaaufnahme machen. Tolles Teil, sehr vielseitig, sehr klein, sehr smooth, was die ganze Bewegung betrifft. Ich bin absolut begeistert. Ich habe erst was anderes für mich gedacht zu Weihnachten, habe aber dann gesehen, dass das Ding kurz vor Weihnachten bestellbar war. Habe dem Christkind geschrieben, indem ich meiner Frau gesagt habe, schreib dem Christkind, ich will einen Osmo Pocket haben. Da wusste ich jetzt nicht genau, was es ist, aber es ist ja egal, Hauptsache das Christkind weiß es. Ich hoffe, meine Videos werden dadurch ein bisschen besser, technisch gesehen, wie gesagt. Ja, das war's. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und danke für den Support, den ihr mir gebt, für die Kommentare, die für mich ganz wichtig sind. Und das nächste Video, ich weiß nicht, ob ich es noch vorher rausbringe oder ob ich das nach Silvester dann rausbringe. Da geht es um die Entwicklung des Kanals, um ein Dankeschön an euch.
Ich werde die wichtigsten Videos mal zeigen mit den meisten Klicks, mit den meisten Daumen nach rauf, Daumen nach runter, mit den meisten Kommentaren. Das werde ich ein bisschen so auswählen für euch. Und ich hoffe, das ist dann auch interessant für euch, weil es ist ja trotzdem ein Jahr seid ihr jetzt mit mir unterwegs. Und das ehrt mich sehr und werde hoffentlich dementsprechend weitermachen können. Das war's. Servus, sagt Locker, euer Osmo Focker.